Raum 7. Empfang. Mein Gott, Mr. Jensen. Ich hätte nicht gedacht, dass... Wow. Ich nehme an, Sie sind wegen des Einbruchs hier. Ja. Haben Sie gut hergefunden? Ja. So lange ist das auch wieder nicht her, Cindy. Ich sehe vielleicht anders aus, aber mein Gedächtnis funktioniert noch. Ich wollte nicht sagen... Ich meine, natürlich funktioniert Ihr Gedächtnis, Sir. Es ist nur so, dass... Hier hat sich vieles verändert seitdem. Seit dem ersten Anschlag? Ja. Ja, Sir. Die Labore wurden ziemlich stark beschädigt. Wir bauen sie gerade wieder auf, aber die meisten Forscher arbeiten momentan woanders. Und die anderen wurden auch umquartiert. Wenn Sie also Hilfe brauchen, um jemanden zu finden... Ihr seht ja gerade hier, dass das bis zu flickert alles. Kleine Pünktchen. Ich weiß nicht, wo das liegt. Vielleicht liegt es in einer der Grafikeinstellungen, die ich gemacht habe. Wenn ihr das wisst, wo es liegt, was ich ausprobieren könnte, das besser wird hier. Schreibt mir nur in den Comments oder so. So, jetzt kann ich hier mit der Kollegin reden. Wo ist das Tech-Labor? Da wollte ich ja hin. Wo ist das Tech-Labor? Das ist nicht wirklich ein Labor, Sir. Mehr so eine Art Büro, vollgestopft mit jeder Menge Computer-Equipment. Mr. Pritchett beklagt sich ständig darüber. Nehmen Sie die Treppe hinter mir nach oben und dann nach rechts. Es ist am Ende des Flurs. Okay. Mal schauen. Sie sagen, es wurden alle umquartiert? Fast alle. Wen suchen Sie denn? Wo ist mein Büro? Wurde genau. Mein Büro auch verlegt? Nein, Sir. Sie haben immer noch den tollen Ausblick auf die Lobby. Mr. Pritchett hatte es eigentlich vor, aber Mrs. Margulis hat es verhindert. Zwei Stockwerke nach oben und dann nach rechts. Wo? Und wo ist Seraph? Ich muss zu Seraphs Büro. Oh, er und Mrs. Margulis sind noch im Penthouse. Der Fahrstuhl im linken Flügel des Gebäudes bringt sie rauf. Na gut, wir müssen jetzt noch nicht hin. Danke. Wenn er zu Dazu bin ich doch da. Sonst noch was, Sir? Unsere Netzoptimierung. Helipad, da das muss ich Helipad ja auch hin. Wurde aber nicht verlegt, oder? Wie soll man denn das... Oh, Sie nehmen mich auf den Arm. Sehr witzig, Mr. Jensen. Nehmen Sie die Treppe in den ersten Stock und dann den Ausgang hinter der Kantine. Ich glaube, ich habe Farida vorhin dorthin gehen sehen. Ja gut, dann danke ich dir. Ich finde mich schon zurecht. Wenn Sie meinen... Schön. Schön, dass Sie wieder da sind, Sir. Das ist Oberweite, ne? Das nette Ding, auch wenn es Nasenpiercing hat. Ich mag diese Ringe durch die Nasen nicht sonderlich, aber jeder eine Geschmack. Aber hier sehen wir schon Werbung. Verschiedene Produkte. Künstliche Augen. Limp war, glaube ich, Hüfte. Künstliche Hüfte. Oder? Achso, nein, das heißt nur Limp. Abkürzung für Liberty in Mind and Body International. Unabhängigkeit Denzel, in Geist und Körper international. Auf Leitung 1. Denzel, Leitung 1. Aber sieht schön aus hier. Das Gebäude. Also Fang kann man auch richtig vorstellen, dass es so mal aussehen könnte später alles. Vielleicht sieht es also aus in wirklich großen Geschäftsgebäuden, wo ich nicht drin war. Ich weiß, aber Jensen, ist es nicht ein bisschen früh, ihn wieder an die Front zu schicken? Hallo? Er soll wieder völlig hergestellt sein. Jensen? Ah, hab sie gar nicht kommen gehört. Sie müssten längst am Helipad sein, finden Sie nicht? Nein. Ich soll mir sagen, was mir nicht passt. Wieso sagen Sie mir Ihre Befürchtungen nicht ins Gesicht, Peterson? Hey, hören Sie. Das war nicht so gemeint. Ich bin wegen der Sache in Milwaukee Junction nur angespannt. Das sind alle. Ja, klar. Und Sie denken, den Leuten geht es besser, wenn Sie ihnen sagen, Ihr Sicherheitschef wäre ein Sicherheitsrisiko? Nein, das habe ich... Hören Sie, Jensen. Wir wissen alle, was Ihnen vor 6 Monaten passiert ist. Normale Menschen erholen sich nicht so schnell von einer... Normale Menschen. Dann bin ich wohl nicht normal. Offenbar nicht. Dann hätten wir das ja geklärt. Oh, für die Akten. Ich wurde nicht gefeuert, ich habe gekündigt. In den Akten steht etwas anderes. Die Akten lügen. Egal, jetzt bin ich wieder hier. Ach nee, ah. Das SWAT-Team meinte wahrscheinlich, wo ich vorher war. Oh, Toiletten. Oh, mit Werbung sofort, Toilette, Display. Ist da jemand drin? Ja, was? Gibt immer noch Pömpel heutzutage. Ich dachte, da hätten die, also die sind so weit entwickelt, aber Pömpel brauchen die immer noch, um Toiletten sauber zu bekommen, wenn die verstopft sind. Interessant. Na komm, nein. Wir sind so eine Schweine, solche Schweine sind wir nicht. Jetzt auf die Darmtoilette gehen.
komm, wir suchen Pritchard. Pritchard. Access Elevator. Technologie Labor. Rechts rum. Das Helipad? Da muss ich noch nicht hin. Jennifer Maher. Hack tue ich noch nicht. Ich glaube, würde jetzt hier nicht so gut kommen. In meiner alten Firma. Oh. Was haben wir hier? Kameras oder Schütze? Wahrscheinlich. Ich will das überwachen. Farida Malek. Nicht da. Mitarbeiter. Adam? Willkommen zurück. Ich dachte, Sie wären noch in der Reha. Mir geht's wieder gut. Ja? Hallo? Ja, hallo? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte eigentlich in der Fabrik sein sollen. Okay. Oh Mann, na sowas. Wir hätten in den nächsten 6 Monaten noch nicht mit Ihnen gerechnet. Ganz egal, was Sarah sagt. Ja. 6 Monate. Ich bin Ihr Chef. Hausmeister. Wissen Sie, was in der Fertigungsanlage los ist? Da gab es wohl einen Einbruch, habe ich gehört. Hier ist doch fast überall. Adam, Sie sind auch hier? Genau. Sarah, Sie wegen der Sache in Milwaukee Junction angerufen. Ja, geh mal zu. Frank sagt, er wartet noch immer auf Adam. Sie haben keine Zeit für Spielchen. Gehen Sie zum Tech-Labor, sonst gibt es eine Katastrophe. Wie bin ich gespannt? Final Fantasy 27. Lieber gespannt, die dahin kommen. Wenn wir so weiter mit ihrer Serie machen, bezweifle ich das langsam. Was ein Freak. Wir sind doch alle Freaks. So, Pritchard, erzähl mir was. Wurde auch Zeit. Was ist passiert? Sind Sie unterwegs in einem Lüftungsschacht stecken geblieben? Haha. Ich find's auch toll, Sie zu sehen, Francis. Mit meinem Netzhautdisplay stimmt was nicht. Kriegen Sie das hin? Das Display, was wir hier Wenn sehen. Es das ist, was ich glaube? Wahrscheinlich. Könnte aber... Hat er mich taub gemacht? Der linke und rechte Bildverarbeitungsprozessor waren nicht völlig synchron. Aber keine Sorge. Ihr Körperstatusimplantat wird sich bald einschalten und entstandene Schäden reparieren. Okay. Ihr Netzhautdisplay müsste jetzt in Ordnung sein. Die Erkennungssoftware registriert zwar noch keine Feinde, aber Radar und Fadenkreuz müssten Sie sehen. Und auch biomedizinische Daten, wenn Sie Schmerzen haben. Okay. Okay, sind wir hier fertig? Am Helipad wartet nämlich Seraph auf mich. Ich weiß. Ein paar Radikale haben in unserer Fertigungsanlage Geiseln genommen. Ist das kein Job für die Polizei? Können Sie dieses Mal sogar jemanden retten. Boah, ich würde so gerne einen reinhauen. Doch, sag ich mal auf meine Meinung. Wenn Sie mit mir ein Problem haben, Pritchard, warum sagen Sie es nicht einfach? Dann haben wir es hinter uns. Nicht doch, Jensen. Ich habe kein Problem mit Ihnen. Wenn jemand schuldig ist, dann ich. Der unfehlbare Pritchard gibt sich selbst die Schuld. Ganz was Neues. Ich habe Seraph gesagt, wir brauchen zum Schutz ein echtes Sicherheitsteam. Hätte er meinen Bericht aufmerksamer gelesen. Ja. Sekunde mal. Heißt das, es war Ihre Idee, mich einzustellen? Nicht Sie, Jensen. Ich wollte Dynacore, Sharp Edge oder Bell Tower. Die besten privaten Sicherheitsfirmen standen alle auf meiner Liste. Aber Seraph wollte einen internen. Und Dr. Reed auch. Ach, ich mag meine Freunde, mochte sie. Ja, genau, hat meine Freundin raus. Halten Sie Megan aus der Sache raus. Warum denn, Jensen? Es ist kein Geheimnis, wie nahe sie beide sich standen. Und seien wir ehrlich... Das SWAT hatte sie gerade wegen des Massakers in Mexican Town gefeuert. Okay. Niemand hätte sie engagiert. Adam? Sie sollten wirklich aufhören, ihre Informationen aus den Blogs von Pikers zu fischen, Francis. Adam, was hast du da das getan? Sie nur. Der Punkt ist, wenn Seraph auf mich gehört hätte, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Aber Megan, Gott hab sie selig, hatte ja immer einen besonderen Draht zu ihm. Und über diesen Draht kriegt er gleich einen Bericht über Gewalt am Arbeitsplatz, wenn Sie damit nicht aufhören. Wollen Sie wirklich weitermachen? Schon gut. So, was mir auch... Oh, Update. Da Mission, Erfahrungspunkte, die wir bekommen haben. Was ich sagen wollte, was ich da schön finde, die deutsche Synchronisierung. Die Stimmen gefallen mir bisher ganz gut. Auch wenn sie unbedingt lippensynchron ist, aber... Ah, ist aber nicht ganz so schlimm. Oh, ein E-Book. Grundlagen der neuronalen Plastizität. Ich lese vor, wenn ihr überspringen wollt, überspringt den Teil. Aus einem Vortrag Hugh Darrow am Institute of Medicine in Bern 2013. Der Terminus neuronale Plastizität steht für die Fähigkeit des Gehirns, sich selbst auf der Grundlage gemachter Erfahrungen zu restrukturieren. Noch vor 2 Jahrzehnten gingen die kognitiven Neurowissenschaftler wie Sie davon aus, dass die tieferen Schichten des Gehirns sowie der
Neocortex, Neocortex nach ihrer Entstehung nicht mehr veränderbar sein, während andere Strukturen wie die Erinnerung bei der Gedächtnisbildung beeinflusst werden könnten. In einer Reihe klug angelegter Experimente bewies Michael Merznich, dass somatosensorische und auditive Empfindungen, also solche des Tast- und Hörsinns, tatsächlich durch Übung modifiziert werden können. Dieser Prozess der langfristigen Potenzierung wurde Mitte der 90er Jahre in einer Forschungsreihe an der Southern Illinois University weiter erforscht. Die vorgenommenen Experimente zeigten eindeutig, wie die Gedächtnisleistung durch Manipulation der neuronalen Plastizität optimiert werden konnte. In der Tat sind wir heutzutage dank der präzisen Zeitmessung der modernen Computertechnologie in der Lage, die Lernfähigkeit des Gehirns in den Bereichen des Motorkortex, des auditiven Kortex, des somatosensorischen Kortex sowie des Hippocampus zu optimieren. Die Manipulation der neuronalen Plastizität beweist eindeutig, dass unsere Spezies mit einem Gehirn gesegnet ist, das über unvergleichliche Fähigkeiten zur Einbindung neuroprothetischer Augmentierungen verfügt. Boah. Das Vorlesen, dass erstmal Mund ganz trocken werden. Muss man gleich mal was zu trinken holen. Macht uns noch mehr? So amüsant diese Plauderei auch war, wartet Seraph nicht am Herrn auf sie? Was macht er eigentlich? Ich dachte, er ist für Sicherheit zuständig, aber scheint noch mehr zu machen. Software und so weiter. Aber ganz alleine? Und er hat auch schon so einiges gemacht hier. Was immer das sein soll. Ach, sieht aus wie ein kleiner Roboter. Der sauber macht. Zumindest steht clean drauf. Na gut, okay. Aber danke, das Flackern hat aufgehört. Dann. Bevor ich zum Helipad gehe, gehe ich nochmal in mein Büro. Vielleicht finde ich was Wichtiges. Du redest nicht mit mir. Wollen Sie Purity First in den Arsch treten? Erteilen Sie den Arschlöchern eine Lektion. Gut. Wir halten hier die Stellung, solange Sie unterwegs sind. Hoffe ich mal. Wir werden schon wieder angegriffen? Man könnte fast meinen, jemand hat was gegen dieses. Ach, wie kommst du darauf? Telefonieren alle hier. Zeit. Oh, hallo, Mr. Jensen. Ich wusste gar nicht, dass Sie wiederkommen wollten. Ja, auch also, ich muss mir irgendwie meine Brötchen verdienen. Sagte sie, zweiter Stock und Security Manager, das bin ich. Adam Jensen. Mr. Seraph hat für die Sache wohl seinen Experten. Klar, besten Mann. Wen sonst? Der Hausmeister. Hey Adam, Sie sind wieder da. Schön, Sie zu sehen. Unser Büro. Security Manager of Adam Jensen. Naja. Wo ist unser Büro nicht, aber wir können ja die ganze Lobby überblicken. Aha. Wie sich Neuropozyne auf den Körper auswirkt oder den Menschen scheinbar. Oh, was haben wir denn? Ein Bachelor of Science in Criminal Justice haben wir gemacht. In 3 Universitäten? Ferris College? Phoenix University? Hä? Das kann man nicht mehr erkennen. Himmel, Adam! Während Sie in den Büros waren, hat sich die Lage verschlimmert. Wir treffen uns im Hubschrauber. Alles weitere dort. Ich hoffe, es ist ein Scherz. Also wirklich, teilweise wirklich ein Zeitdruck hier? Tabulat ist ein Lesen drin. Oh. Hä? Achso, das sind alle Sachen, die ich nachlesen kann, wenn ich einmal den, ich die Sachen habe. Was? Nein. E-Mail. Dann neues Login. Neues Login. Jensen. Wusste nicht, ob Sie zurückkommen. Ich habe deshalb Ihr Konto gelöscht. Weiß erst seit ein paar Minuten, dass Sie ein neues brauchen. Wenn Ihnen das Passwort auch nicht gefällt, das ich ausgesucht habe, Pech gehabt. Ah, Jensen. Login. Adam Jensen, also Adam Jensen und Passwort Mandrake. PS, das Passwort müsste auch auf Ihrem Rechner zu Hause funktionieren.